Ja, herzlich willkommen hier, Radu Preta. Sie sind Präsident des Instituts für die Aufarbeitung der Verbrechen des Kommunismus in Bukarest, in Rumänien. Vielleicht kurz zu diesem Institut selbst. Ist es vergleichbar mit der quasi Unterlagenbehörde, die wir hier in Deutschland kennen? Oder wie ist die Struktur dieses Instituts zu verstehen? Ja und nein, also es ist nicht so ganz das gleiche Format. Wir haben keine Archiven in dem Sinne. Also in Rumänien wie auch anderswo in Osteuropa ist das Archiv der Geheimpolizei getrennt von der Forschungsstelle und von den Institutionen, die die Art der Aufarbeitung betreiben. Also wir haben eigentlich als Hauptaufgaben eben die Ausgrabung der Opfer. Also wir sind eine der wenigen Institutionen in Osteuropa, die auch archäologische Mittel einwenden. Wir graben die aus, wir stellen Anzeigen aufgrund unserer Ausgrabungen, aber auch aufgrund unserer Recherchen in das Archiv. Wir haben natürlich einen Auftrag, die Öffentlichkeit immer zu informieren. Wir machen sehr viel Bildungsarbeit und wir kümmern uns auch um die Vorbereitung eines Museums des Kommunismus in Bukarest. Stichwort Ausgrabungen. Es hat sicherlich viel mit dem speziellen Charakter der kommunistischen Herrschaft in Rumänien zu tun. Was sind so die speziellen Herausforderungen, vor der man in Rumänien im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten vielleicht in diesem Themenbereich Aufarbeitung des Kommunismus steht? Ja, zuerst einmal, wir haben eine große Zahl an Leuten, an Opfern, die gar nicht zu finden sind in das bürokratische Gedächtnis des Regimes. Wir haben bis jetzt knapp 200.000 Inhaftierten aufgezählt, aber die Zahl ist viel größer als das. Und wir haben immer noch ein Flickenteppich noch vor uns, was die Akten angeht. Also deswegen ist eben die Aufarbeitung, würde ich schon mal sagen, nicht ganz am Anfang, aber auch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns gewünscht hätten. Und vor allem auch die juristische Dimension unbefriedigend, weil wir haben bis jetzt nur einen Prozess gehabt, nur eine Verurteilung, nur eine Zeit, wahrscheinlich kommt es noch, aber das ist schmerzlich wenig, wenn man gedenkt, wie viele Opfer der Kommunismus in Rumänien gemacht hat. Stichwort juristische Aufarbeitung, das war ein Thema, das das Podium gerade sehr stark geprägt hat. Was man als wichtiger erachtet, die juristische Aufarbeitung oder doch den öffentlichen Diskurs und die Erinnerungskultur? Sowohl als auch. Also man kann das Thema nicht in die Öffentlichkeit, auf das Agenda der Öffentlichkeit halten, ohne dabei sich die Frage zu stellen, wie geht der Rechtsstaat mit dieser Frage. Und ich bin immer noch der Meinung, dass noch nicht zu spät ist, Gerechtigkeit zu widerfahren. Erstens, weil eben noch viele Leute am Leben sind. Und zweitens, man kann eben einen Rechtsstaat nicht aufbauen, wie jetzt der Fall ist in Rumänien nach der Diktatur des Kommunismus, ohne sich eben dem jüngsten Vergangenheit zu widmen. Also eine bedingt die andere. Also die juristische Aufarbeitung ist Teil der Rechtsstaatlichkeit von Rumänien heute. Wie ist die öffentliche Resonanz Ihrer Arbeit in Rumänien? Ist es schwierig, sich in der Öffentlichkeit mit dem Thema durchzusetzen, weil die Leute vielleicht doch lieber sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen möchten? Geschichte vielleicht auch verdrängen, Verdrängung statt Heilung? Nein, das würde ich nicht sagen. Also im Gegenteil, wir erfahren zunehmend Interesse der Leute, auch der jüngeren Leute. Natürlich, wir haben auch anderswo in Osteuropa mit dem Problem des Analphabetismus sozusagen zu tun. Also die Leute sind desinteressiert, weil sie jetzt einfach schlicht und weg nicht wissen, worum es geht. Aber alleine auf diese Schiene zu schieben, wäre es nicht korrekt. Nein, also wir erleben schon sehr viel Zuspruch aus der Bevölkerung in verschiedenen Weisen. Vielen Dank, viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, genau.